Das heutige Video richtet sich an wirkliche WordPress-Anfänger, die mit dem gesamten Thema noch gar keinen Kontakt hatten und überhaupt nicht wissen, wie sie hier am besten einen sauberen Start hinlegen können. Denn auch im Umgang mit WordPress gibt es gewisse Einstellungen, die man besser von Beginn an tätigt, bevor man dann später versucht, anfängliche Fehler wieder zu revidieren, das Ganze nochmal umzubauen und sich damit unnötig viel Arbeit verschafft. Aus dem Grund habe ich mir hier selbst eine frische Installation vorbereitet und will dann hier einfach mal auf den einen oder anderen Punkt eingehen, wie man in diesem WordPress-Dashboard, das ist das Backend unserer Webseite, hier können wir festlegen oder bestimmen, was dem Nutzer später dann am Frontend vor dem Bildschirm auf unserer Webseite angezeigt wird und wie man hier navigiert und welche Einstellungen man zu Beginn am besten vornimmt, das möchte ich in diesem Video mal genauer erklären. Okay, also wenn du dich zum ersten Mal bei WordPress eingeloggt hast, dann solltest du einen Bildschirm vorfinden, der ähnlich aussieht wie dieser hier. Und bevor wir jetzt hier auf die einzelnen Optionen in unserer Admin-Bar, also in dem Seitenverzeichnis eingehen, gehen wir doch erstmal auf das ein, was uns hier angezeigt wird. Und zwar sehen wir hier einen kleinen Willkommensgruß und darunter befindet sich auch noch ein bisschen Information, zum Beispiel zu dem Zustand unserer Webseite. Der ist Gott sei Dank noch gut, wäre auch traurig, wenn wir hier gleich mit dem Tadel starten müssten. Und ansonsten finden wir hier noch weitere Möglichkeiten, hier zum Beispiel einen schnellen Entwurf zu verfassen. Ein paar Neuigkeiten zum Thema WordPress werden uns hier angezeigt. Aktivität, das betrifft Aktivitäten und Aktuelles unsere Webseite betreffend. Und dann gibt es hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Und es ist so, dass man selbst entscheiden kann, was genau man hier auf diesem Startbildschirm zu sehen bekommen möchte, wenn man sein Backend betritt, also wenn man sich bei WordPress einloggt. Jetzt scrollen wir nochmal nach oben und dann finden wir hier so eine kleine Option Ansicht anpassen. Und wenn wir da draufklicken, dann finden wir hier erstmal die einzelnen Optionen, also die Informationen, die uns im Dashboard auf der Startseite eben angezeigt wurden. Und neben jeder dieser Informationen finden wir einen kleinen Haken, der uns die Möglichkeit bietet, die entsprechende Info zukünftig nicht mehr angezeigt zu bekommen. Also fangen wir mal beim ersten an, das ist der Zustand der Webseite. Den würde ich mir eigentlich immer anzeigen lassen. Einfach nur, falls da mal irgendwas nicht stimmt, dann bekommt man von WordPress entsprechende Verbesserungsvorschläge. Das macht eigentlich immer Sinn. Die Webseite verändert sich ja im Laufe der Zeit. Es werden Erweiterungen in Form von Plugins installiert. Und das kann dann teilweise dazu führen, dass die Webseite damit nicht so gut umgehen kann. Und da bin ich eigentlich ganz dankbar, dass WordPress einem diese Option hier bietet. Auf einen Blick, das ist diese Zusammenfassung, die ich gerade angesprochen hatte, die halte ich persönlich nicht für so wahnsinnig informativ, also haue ich das weg. Die Aktivitäten, normalerweise weiß ich, was ich auf meiner Webseite tue, da brauche ich nicht nochmal eine Information darüber, was ich da gerade so gemacht habe. Wer jetzt allerdings einen Blog oder so betreibt, der ständig neuen Inhalt veröffentlicht und auch eine Kommentarfunktion zulässt, der lässt das vielleicht aktiv, einfach nur um über gewisse Veränderungen hingewiesen zu werden. Allerdings findet man auch hier bei den Kommentaren entsprechende Hinweise, wenn da von den Nutzern Kommentare gepostet werden. In dem Fall ist das für mich auch nicht so interessant. Aus dem Grund haue ich das auch weg. Diesen schnellen Entwurf, also ich bin jetzt seit Anfang 2015 bei WordPress aktiv tätig und ich habe noch nie die Funktion dieses schnellen Entwurfs hier genutzt, also von daher brauche ich mir die auch nicht anzeigen lassen. So, wer jetzt wirklich eventfreudig ist und auch daran interessiert ist, an WordPress-bezogenen Veranstaltungen teilzunehmen, der kann sich hier gerne darauf aufmerksam machen lassen. Auch davon habe ich allerdings noch nie Nutzen bzw. diese Information in Anspruch genommen. Also von daher nehme ich diesen Haken auch raus. Und dann haben wir hier zu guter Letzt noch den Willkommensgruß. Das ist zwar sehr freundlich, aber auch den brauche ich nicht. Also weg damit. Und nachdem wir das Ganze angepasst haben, sieht man, dass nur noch der Zustand der Webseite, zumindest in meinem Fall, als einzige Information im Startbildschirm übrig bleibt. Also können wir hier das Anpassen der Ansicht wieder verlassen. Und damit hätten wir schon mal unser Dashboard ein bisschen übersichtlicher gestaltet. So, jetzt will ich mal grob auf die einzelnen Funktionen hier eingehen. Es gibt natürlich Funktionen, zu denen ich auch schon Videos gemacht habe, in denen ich das deutlich ausführlicher erkläre, als ich das heute machen werde. Aber damit man es mal gehört hat, WordPress bietet einem die Option, sowohl Beiträge als auch Seiten zu veröffentlichen. Das heißt, jeden Inhalt, den man raushaut in irgendeiner Form, dabei ist es erstmal vollkommen egal, ob das jetzt persönlicher Inhalt ist, den man auf einem Blog teilt oder ob das jetzt Inhalt ist, den beispielsweise der Gesetzgeber vorgibt, wie zum Beispiel ein Impressum oder eine Datenschutzerklärung. All dieser Inhalt wird in Form von Seiten oder Beiträgen veröffentlicht. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, und das vollkommen zu Recht, ja, welcher Inhalt wird denn nun in Form eines Beitrags und welcher Inhalt wird in Form einer Seite veröffentlicht?
Dazu habe ich hier unten ein Video. Genau genommen landet dieses Video hier in einer Playlist, in der sich das andere bereits befindet. Das Ganze ist dann chronologisch sortiert bzw. nach Relevanz sortiert, sodass man sich die gesamte Playlist ansehen kann und dann einen bestmöglichen Start mit WordPress hinlegen kann. So, jetzt geht es hier unten weiter und zwar mit Design. Unter dieser Option kann man das Theme bestimmen, das man später für seine WordPress-Webseite nutzen möchte. Das Theme ist sozusagen die Layout- und Designgrundlage, die festlegt, wie deine Webseite später mal aussehen wird. Nun bietet einem WordPress hier die Option, ein Theme hinzuzufügen. Und dann hat man hier im WordPress-Theme-Verzeichnis die Möglichkeit, sich ein passendes Theme rauszusuchen. Was es da so alles gibt und welches Theme ich persönlich empfehlen würde, das ist eher ein Thema für ein anderes Video. Ich möchte das hier nur mal kurz anreißen. Wir gehen jetzt nämlich wieder zurück auf das Theme-Verzeichnis. Und zwar sollte man alle Themes, die hier installiert, jedoch nicht aktiv sind, am besten löschen. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Im Moment sind das hier tatsächlich insgesamt nur 3. Also gehen wir hier auf die Theme-Details und können dann hier unten das nicht aktive Theme löschen. Aktive Themes erkennt man übrigens immer daran, dass sie hier ganz links positioniert sind und dass sie hier diese kleine Information mit dem Wort aktiv Doppelpunkt haben. Gut, nun wird WordPress einem immer die Empfehlung geben, ein zweites Theme installiert zu haben, das zwar nicht aktiv ist, das aber sozusagen als Ersatzmann vorrätig ist. Ich persönlich lösche eigentlich immer alle Themes, die nicht aktiv sind. WordPress würde einem da eine andere Empfehlung geben, aber ich mache es nun mal so, da ich nicht glaube, dass ich jemals überhaupt ein Ersatzthema brauchen werde, da ich ja ein sehr, sehr gutes Theme nutze. So, das jetzt erstmal zum Thema Themes. Alles Weitere, was das Thema angeht, werde ich mal in einem anderen Video adressieren. Jetzt geht es erstmal weiter mit den Plugins und auch dazu lässt sich zu Beginn einiges sagen. Wir haben hier die Möglichkeit, uns installierte Plugins anzuschauen und neue Plugins zu installieren. Schauen wir uns doch erstmal an, was bereits im Verzeichnis installiert ist. So, und hier habe ich jetzt 2 Stück. Einmal ein Anti-Spam-Plugin und dann noch ein Hello Dolly-Plugin. Einfach ein vorinstalliertes Plugin, das nicht wirklich irgendeinen Sinn ergibt. Für eine cleane Installation würde ich die jetzt erstmal rauslöschen. Und auch im Allgemeinen sollte dieses Verzeichnis immer sauber gehalten werden. Das heißt, nicht aktive oder nicht genutzte Plugins gehören hier nicht rein. So, hier können wir die Plugins löschen, also erstmal deaktivieren. In dem Fall war das schon der Fall. Ansonsten hätte man sie vorher deaktivieren müssen. Und hier können wir direkt auf Löschen gehen, übernehmen, bestätigen. Und jetzt kriegen wir hier die Bestätigung, dass die Plugins gelöscht wurden. Und dementsprechend befinden sich jetzt auch keine Plugins mehr im Verzeichnis. So, damit hätten wir schon mal Themes und Plugins aufgeräumt. Ich hatte ja aber zu Beginn auch wichtige Einstellungen angesprochen, die man von Beginn an unbedingt durchführen sollte, um sich später einen Haufen Ärger zu ersparen. Und genau zu so einer Einstellung kommen wir jetzt. Und die finden wir hier unten unter dem Reiter Einstellungen. Was die Benutzer angeht und was das Werkzeug angeht, müssen wir jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Wir gehen direkt auf die Einstellungen. Und dann finden wir hier die Position Lesen und die klicken wir mal an. Und hier oben haben wir eine wichtige Funktion und zwar kann man hier festlegen, was der Nutzer angezeigt bekommen soll, wenn er die Webseite öffnet. Das ist hier voreingestellt auf die letzten Beiträge. Nun existieren hier natürlich noch gar keine Beiträge und auch eine statische Seite ist vermutlich noch nicht vorhanden. Das heißt, wenn ich das anklicken würde, dann hätte ich hier die Möglichkeit, eine Seite auszuwählen, zum Beispiel die Homepage, aber die ist ja noch gar nicht da. Abgesehen von dieser Beispielseite, die wir auch gleich rauslöschen werden, befindet sich hier nämlich noch gar kein Inhalt auf dieser Installation. Aus dem Grund empfehle ich persönlich auch, bevor man erstmal Inhalt fabriziert hat, den man dem Nutzer anzeigen kann, eine Coming Soon Page zu installieren. Wie man das macht, das erkläre ich direkt im nächsten Video dieser Playlist. Das habe ich da schon ausführlich behandelt, das Thema. Aber wie gesagt, bevor hier Inhalt auf der Seite ist, würde ich den Nutzern erstmal eine Coming Soon Page vorsetzen. Und wenn sich mal jemand auf deine Webseite verirrt, dann kann er auf dieser Coming Soon Page darauf hingewiesen werden, wann es tatsächlich losgeht. Und sobald dann irgendwann mal eine Homepage oder eine Startseite fabriziert wurde, kann man dann hier eine statische Seite beispielsweise auswählen und dann hier unten die Homepage, die dann entsprechend angezeigt wird. So, wir bleiben in den Einstellungen und jetzt kommt wirklich einer der wichtigsten Einstellungen, die man überhaupt vornehmen kann, wenn man Neues bei WordPress und gerade starten möchte. Nimmt man diese Einstellung nicht vor, beißt man sich später in den Hintern. In 99% aller Fälle. Bei meiner ersten WordPress-Webseite war es tatsächlich so, ich habe die Einstellung nicht vorgenommen,
hab mir in den Hintern gebissen und hatte einen Haufen Arbeit. Also, um dem vorzubeugen, gehen wir hier unten auf Permalinks, klicken diesen Permalink-Reiter an und hier können wir festlegen, wie die Links auf unserer Webseite später konstruiert werden sollen. Mit anderen Worten, anhand welcher Informationen soll der Link aufgebaut werden? Um das kurz zu erklären, wenn man irgendetwas veröffentlicht, dann gibt es eine kleine Adresse dazu und diese Adresse ist der Link. Und da ich persönlich ein Freund von kurzen, aber informativen Links bin, würde ich hier von dieser Grundeinstellung weg. Und zwar aus dem Grund, da hier das Datum mit berücksichtigt ist. Und bei jedem Inhalt, der künftig veröffentlicht würde, hätte man das Datum mit im Link. Wenn man nicht zufällig redaktionellen Inhalt, das heißt tagesaktuelle Inhalte veröffentlicht, dann ist diese Information, wann der Inhalt veröffentlicht wurde, vollkommen irrelevant und klaut uns wertvollen Platz im Link. Also raus damit, würde ich sagen. Und dementsprechend ist Tag und Name einfach nicht die richtige Option. Stattdessen empfehle ich hier unten Beitragsname anzuklicken. Und dann besteht der Link nur aus der Domain der Webseite, dem Slash und dann dem Namen des Beitrags. So soll es auch sein. Okay, jetzt gehen wir hier unten auf Änderungen speichern. Und damit haben wir schon mal eine saubere Linkstruktur für künftige Inhalte, die wir veröffentlichen. Zu guter Letzt möchte ich nur noch mal kurz auf die Seiten gehen. Hier hätte ich dann die Möglichkeit, eine neue Seite zu erstellen, zum Beispiel meine Datenschutzerklärung oder ein Impressum. Tatsächlich ist hier für die Datenschutzerklärung schon ein kleines Template vorinstalliert. Das heißt, wir müssten dann nur noch eine Datenschutzerklärung erstellen und den Inhalt dort einsetzen. Auch dazu gibt es hier ein Video. Natürlich auch in der Playlist, ist ja ganz klar. Und diese Beispielseite hier, die können wir löschen. Entweder indem wir das so machen wie eben, markieren und löschen. Oder hier auf Papierkorb klicken. Und dann müssen wir nur noch beachten, dass wir hier den Papierkorb nochmal anklicken, um dann hier den Inhalt endgültig zu löschen. Gut, damit ist WordPress für einen sauberen Start vorbereitet und wie es weitergeht, das erfährst du in diesem Video.